Willkommen zurück bei einer weiteren Runde The Room 2. So, ich weiß ja immer noch nicht weiter. Überlegen wir mal. Wir haben eine Plakette. Können wir die drehen? Moment. Der da hinten so ein Pin. Ich habe eine Ahnung. Ja, ich habe eine Ahnung. Ich war gar nicht so falsch hier wahrscheinlich. Ja, aber da musst du doch die Plakette. Tach, guck an! Der Pin war es, der mich gerettet hat. Eine Sicherung, die scheint intakt zu sein. Ja, dann, Moment, wir gucken erst nochmal hier rein. Vielleicht ist da auch irgendwie. Nein, ist kein Hinweis drin. Dann können wir die Junge einsetzen. So. Klappe zu, Affe tot. Wir drehen erneut. Haben genug Strom und Hebel runter. Ja, jetzt können wir Film schauen. Jetzt können wir einen Film schauen. Wir haben eine Filmrolle, wir haben eine Batterie, wir haben einen Projektor. Was will man mehr? So, dann schauen wir doch mal. Sie haben einen Arm zum Leben erweckt. Okay, Pfeil, Pfeil, 0 mit Durchstrich. Ich wusste doch, dass das irgendwie bei dem Film irgendwas anderes ist. Ah, ich habe einen Käfer gefunden. Einen Laufkäfer. So, Pfeil, Pfeil, O mit Querstrich. Ich habe zwar keine Ahnung, was mir das Ganze bringt, aber. So. Ah, das war der letzte Gebrauchtpapier. Ein kleiner Metallgriff. Der sieht in der Mitte verdächtig aus. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, wo der hingehört. Was kann eigentlich nur noch. Ich meine, ich habe hier hinten alles fertig. Der kann eigentlich nur irgendwie zum Tisch gehören. Ich wüsste gerade nicht, wo. Ich meine, das Schloss sieht irgendwie anders aus. Da passt das nicht rein, definitiv nicht. So. Gucken wir mal, ob wir den vielleicht umlenken können. Nein, können wir nicht. Muss doch irgendwie. Wofür brauche ich denn jetzt den? Das sind alles Schrauben. Das sind auch alle Schrauben hier auf dem Tisch. Da ist ein Schloss. Der Metallgriff ist aber einfach so ein X quasi. Hier ist noch eine Platte. Da komme ich aber nicht dran. Da ist auch noch eine Öffnung. Da komme ich auch nicht ran. Das heißt, es muss ja noch irgendwas geben. Gucken wir hier nochmal. Würde mich wundern, wenn das funktioniert, aber es funktioniert auch nicht.
Gibt hier noch irgendwas? Nein. Das lenkt nur um. Das ist die Stromerzeugung. Also hier gibt es eigentlich nichts mehr, was ich wüsste. So. Jetzt gucken wir hier mal nach, was denn die Symbol war. Ah! Ja, okay. Kann ich quasi ein zweites eintragen. Das war die Pfeile und das die Null durchgestrichen. Mehr Glück als Verstand habe ich gerade. Ein Schlüssel. Ein merkwürdig geformter Schlüssel. Ja, das ist doch ein Pfeil mit zwei Querstreben. Dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. War es das dann? Weil ich habe hier immer noch einen. Das kann es nicht gewesen sein. Eigentlich nur den Kopf muss ich drehen, ne? Genau. Ha! 1, 2, 3. Ein großer Hirschkäfer. Kann ich nichts machen. Wahrscheinlich muss ich ihn erst einsetzen. Jo. Tatsache, ich muss den erst einsetzen. So, aber jetzt kann ich mit Sicherheit den Strahl umlenken. Und zwar dahin. Das heißt hier. So, umgelenkt. Und hier auch ein Umlenken. Und zwar so, dass der dahin trifft. Und ich dachte schon, es wäre jetzt zu Ende. Ha, ich habe mich so gefreut. Eine Linse. Die müsste auf mein Okular passen. Okay. Gucke jetzt in die nächste Welt rein, ja? Jetzt habe ich eine grüne Linse. Keine rote mehr, jetzt habe ich eine grüne Linse. Aber lesen wir einmal den Brief. Mein Schicksal scheint es zu sein, auf ewig im Schatten größerer zu stehen. Gegen Montfort Cours Arbeit wirkt die meine wie die eines Kindes. Wie eines Kindes tun. Okay. Oh, die Sprache ist ungewöhnlich. Und doch vermochte er im Gegensatz zu mir das letzte Geheimnis der Tür nicht zu finden. Den Schlüssel trug er stets bei sich, doch er erkannte es nicht. Die Seele ist die Wurzel des Nulls. Ein schlichter Handel wird es sein. Meines für ihres und ihres für deines. Das Herz ist der Sitz der Seele. Gute Reise und sieh niemals zurück. Was auch immer du hier sehen magst, sieh niemals zurück. Okay. Man könnte jetzt sagen, willkommen in der Hölle, ne, beim Teufel, weil ich verkaufe meine Seele gerade oder die Seele wurde verkauft und meines für ihres und ihres für deines. Und naja, wenn keiner nach mir kommt, brauche ich nicht meine Seele, weil es hat ja jemand anders für mich bezahlt und oh mein Gott. Na gut. Ich sehe grün. Was mir Angst macht, ich sehe auf dem Rand grün. Oh, ich sehe vieles Grünes. Ich sehe sehr viele Grünes. So. Ah ja, ich muss es irgendwie hinkriegen. Das Schiffchen hatten wir die ganze Zeit, das andere Schiffchen auch. Aber ich muss jetzt irgendwie die geometrische Figur mit dem Sechseck und den zwei Dreiecken außen hinkriegen. So. Ja. Und wie drehe ich? Gar nicht. Ah, das macht jetzt schon Spaß. Vor allem auch mit mathematischen Formeln, ne? Das sieht wie eine
eine winkelhalbierende. Zins, was? Zins A gleich Pi minus B plus E Cos, also würde von Dino heißen. Cos A gleich Cos von B plus C ist gleich. Ach du Scheibekleister. Viele mathematische. Oh, der ganze Raum ist ja voll. Ach du Scheiße. Bitte sag mir, dass ich jetzt nicht Größeres mehr lösen muss. Weil es sieht alles irgendwie relativ gleich aus. Das ist ein anderes Symbol. Hier sind noch mehr. Ach du Scheibenkleister. Ach du Scheibenkleister. Nein, ich möchte gerne zu der Weltkugel, weil da konnte ich noch irgendwas machen. Aber irgendwie, nee. Da kann ich jetzt nichts machen. Moment, kann ich da drehen? Nein, es sieht nur so aus. Puh. Das sieht echt lustig aus. Ich habe keinen Plan, was ich tun muss. Vor allem, warum die Scheibe hier steht, weil ich bin immer, weil ich immer noch nicht. Der Brief war nicht, okay. Ah, ich kann die schieben. Okay. Die drei, das sind drei Punkte nach rechts. Gut, dann schiebe ich die mal hier hoch. Die drei nach rechts. Auch wenn ich jetzt ein bisschen überziehe, das will ich jetzt noch machen. Dann hatte ich eben noch was anderes gesehen. Hier, die 1 muss oberhalb von dem Recht, also quasi 1 höher. Wo muss man nur das dritte finden? Muss ich nur das dritte finden, sage ich. Ja, komm, Tisch. Tisch drehen. So, die 1 muss hier hin. Ich meine, die 2 kann ich jetzt einfach durchprobieren, aber das tue ich nicht. Sondern ich suche jetzt die 2. Hier ist nicht. Weil ich gehe einfach davon aus, dass es wirklich das letzte Rätsel ist. Oder ich hoffe zumindest. Ich hoffe es zumindest, weil was soll noch kommen? Was soll denn jetzt noch kommen? Aber ich weiß gerade nicht, wo das letzte sein soll. Wieder, ich bräuchte das zwei, die 2 wahrscheinlich einfach nur schieben. Aber ich gucke jetzt noch einmal außen rum. Wenn ich das nicht sehe, dann schiebe ich die 2 einfach. Weil schlimm. Moment, das ist die 1. Die 1 muss da. Genau. Nein, also, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich schiebe die 2 einfach. So. Ich würde mal tippen, die 2 müsste das hier sein. Ist es nicht. Gott. Und es geht weiter. Ah, das Herz. Ja. Die Tür! Die Tür! Die Tür! Ja!
So, wahrscheinlich muss ich es nur einmal zusammenbauen. Nein, der Brunnen hat es einfach verschluckt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Also, was hatten wir eben? Wir hatten ursprünglich. Ach so, ja, man könnte ja einfach gucken hier, ne, was da für Symbole sind. Wobei, ich kann nicht wirklich weg. Kann ich ein bisschen weggehen? Nein, kann ich nicht. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein paar Symbole finden. Ich gucke jetzt gerade mal nach Grün, aber irgendwie sehe ich keins. Außer vielleicht, ich krieg das X hin. Oder? Krieg das X hin? Ja. Mehr schlecht als recht, aber ich krieg es hin. Und bei Rot? Ja, bei Rot, keine Ahnung. IT nicht wirklich. Kann ich nicht irgendwie einen Schritt weggehen? Ich habe aber gedacht. Hä? Okay. Keine Ahnung wie, aber ich habe es gelöst. WTF? 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 Master of the room to completed. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, weil ich wollte einfach nur zur Seite schieben und habe gedacht, vielleicht verändern sich dann irgendwie die Stäbe, aber anscheinend habe ich richtig geschoben. Das war Glück, das war keine Absicht. Gut. Spiel abgeschlossen. Glückwunsch. Du hast The Room 2 abgeschlossen. Ja. Oder so ähnlich. Du hast die zahlreichen Mysterien dieses unglaublichen Raums enthüllt und geschafft, woran schon so viele gescheitert sind. Du bist aus dem Labor und dem verfluchten Haus, in dem einst alles begann, dem alles einst begann, entkommen. Nach unzähligen wissenschaftlichen Untersuchungen kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass die mir zur Verfügung Nullprobe keinesfalls die einzige sein kann, die existiert. Vermutlich gibt es eine Vielzahl irgendwo in Verbindung stehender Proben, die diese eigenartigen Ereignisse auf irgendeine Art und Weise steuern. Professor de Montfaucon oder so ähnlich. 19. November 1903. Weiter. Vielen Dank fürs Spiel. Wir hoffen, dass dir The Room 2, das zweite Fireproof-Game-Spiel, gefallen hat. Fireproof Games, der Hersteller, ja, oder der Programm, der Entwickler. Als kleiner unabhängiger Spieleentwickler glauben wir an die Macht der Mundpropaganda und des Wohlwollens unserer Kunden. Wenn dir dieses Spiel gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung im App Store freuen. Mit dem Kauf und der Bewertung von The Room 2 hilfst du, die Entwicklung unabhängiger Spiele am Leben zu halten. Vielen Dank. Wir wissen, deinen Support wirklich zu schätzen und freuen uns darauf, in Zukunft ein weiteres Spiel veröffentlichen zu können. Habt ihr schon? Ihr habt The Room 3 quasi, The Room 3 veröffentlicht. Gut. Ich danke fürs Zuschauen und muss ganz ehrlich sagen, das Spiel hat Spaß gemacht. Auch wenn ich da irgendwie durchgelaufen bin, ja, es hat Spaß gemacht. Es waren Rätsel. Ich habe
ein, zwei Mal gehangen, ja, und zwar sogar richtig. Zwar nicht so wie bei anderen Spielen und wie bei The Room 1, bei dem ich ja auch einmal die Hilfe brauchte. Hier habe ich sie ja nicht gebraucht, bin auch versehentlich mal drauf gekommen, aber gut. Ich kann dieses Spiel echt nur empfehlen. Das Spiel ist nur genial. Ich werde auch gleich noch einen positiven Kommentar im App Store abgeben und freue mich schon auf The Room 3. Installiert ist es schon auf dem iPad. Gut, in diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal.